Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich weiß Leute, momentan kommen die ganze Zeit GTA 6 Informationen. Und Leute, genießt diese Phase. Genießt diese Phase, wo wir die ganze Zeit irgendwelche GTA 6 Hinweise bekommen, die sehr interessant sind. Und was gibt's Schöneres, als die ganze Zeit neue GTA 6 Informationen zu bekommen, die auf die Map oder auf die Story oder auf das Gameplay von GTA 6 hindeuten. Und wenn du nichts mehr verpassen willst in Bezug auf GTA 6, dann abonniere diesen Kanal. Hier bist du immer auf dem neuesten Stand. Zudem kannst du mir auf Instagram folgen, dort heiße ich GTA6.3. Dort gebe ich immer wieder bekannt, wann wir streamen und lade dort auch die Stream-Highlights hoch. Und du kannst mir Informationen zuschicken, mir schreiben. Ich antworte wirklich jedem Zuschauer. Zudem haben mich die Zuschauer im Livestream auf eine sehr gute Idee gebracht. Und zwar, dass ich die Kanalmitglieder grüßen soll. Ja, also ich mache das jetzt so, immer wenn ein neuer Kanalmitglied kommt, werde ich ihn persönlich im Video erwähnen und mich bei ihm bedanken. Heißt, jetzt wenn du zum Beispiel ein neuer Kanalmitglied wirst, dann wirst du von mir im Video persönlich erwähnt. Als Dankeschön und als Wertschätzung, weil Leute, so ein finanzieller Support als Kanalmitglied ist nichts Selbstverständliches und das wäre auf jeden Fall von mir ein, ich sag mal so, ehrenwürdiges Dankeschön, dass ich mich bei euch bedanke. Hier seht ihr mal alle Kanalmitglieder, die mich finanziell supporten. Ich bedanke mich bei euch allen, die sich dazu entschieden haben, mich zu unterstützen. Riesengroßes Dankeschön an LFStyle, Crankle23, Benjamin Ramani, Schokoman, AC, Luca, Dury, Aimnaruma, Roden, Nico Möwenhaus, Shadow und Vibes. Danke euch allen, meine Freunde. Kommen wir mal zu den neuesten GTA 6 Informationen, die eventuell darauf wieder hindeuten, dass diese GTA 6 Map real ist. Warum, Leute? Ihr wisst ja, Rocksteady Games baut immer wieder in ihren aktuellen Spielen bzw. in ihren vergangenen Spielen Hinweise zu dem nächsten Spiel. In GTA 4 haben wir zum Beispiel Los Santos im Flughafen gesehen, das darauf hingedeutet hat, dass GTA 5 in Los Santos spielen wird. Und das Foto ist auch von dem Trailer von GTA 5. Digga, allein schon die Tatsache, dass Rocksteady Games wusste, wie genau der Trailer aussehen wird, welche Szene sie reinnehmen werden, und haben das in GTA 4 gepackt, das zeigt, dass Rocksteady Games wirklich sehr früh anfängt, ihre Spiele zu veröffentlichen. Das deutet auch darauf hin, dass sie schon ganz genau wussten, was mit GTA 6 passieren wird, als GTA 5 draußen war. Das ist heftig, meine Freunde. Das ist heftig. Und das machen sie natürlich auch mit GTA 6. Und in GTA 5 gibt es verschiedene Fotos, wo die Map von GTA 6 eventuell von Rocksteady Games gezeigt wird. Schauen wir uns mal die Fotos ganz genau an. Das erste Foto, was wir uns anschauen werden, ist das hier. Da steht, ich wünschte, ich wäre da. Und merkt euch die Zahlen 1, 2, 3, die Positionen, was die Zahlen uns andeuten wollen. Ja, was zu erkennen ist, ist auf jeden Fall der Strand. Es sieht aus wie eine Insel. Und in der GTA 6 Map League hatten wir auch zwei größere Inseln gehabt. Hier auf dem Foto erkennen wir es noch ganz genauer. Unten steht auch noch Me Too, also ich auch. Und der Ort heißt Paradise Palms. Und da haben wir noch ein Foto, wo steht Wish you were here. Also ich wünschte, du wärst hier. Und mit der Antwort natürlich Yes, I do. Auch hier erkennt man die Insel mit den verschiedenen Landflächen. Und wenn wir uns mal das Foto anschauen, Leute, sieht das nicht so aus, wie dieser Map liegt, das vor ein paar Tagen rauskam. Der Strand und die ganzen Landflächen, die grünen Landflächen. Es sieht schon sehr interessant aus, meine Freunde, oder? Was meint ihr? Und hier haben wir nochmal die GTA 6 Map mit den verschiedenen Nummerierungen, ja? Ich hoffe, ihr habt euch gemerkt, die Zahlen. Wenn nicht, ich blende es nochmal hier nebenbei ein. Und was wir hier sehen, es sind schon große Ähnlichkeiten zu der GTA 6 Map League vorhanden. Und das macht es wiederum sehr merkwürdig. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin auch die ganze Zeit immer überlegen, ob es real ist, ob es fake ist. Es gab jetzt sogar viele Videos, wo manche behauptet haben, dass dieser Map League fake ist. Aber ich frage mich, welche Bedeutung haben dann diese Fotos? Teast uns Rocksteady Games eventuell die nächste GTA 6 Map an, dass wir da was erwarten können in Bezug auf Inseln? Und wie gesagt, Inseln sind auf dieser GTA 6 Map League vorhanden. Hier ganz klar gekennzeichnet die Nummer 1, Paradise Island. Wird eventuell diese Insel Paradise Island sein? Und wenn das wirklich wahr sein wird, ja, wenn wir auf das Startmenü klicken und Paradise Island sehen, ich raste aus in GTA 6. Das wäre nicht das erste Mal, dass die Map von Rocksteady Games geleakt wird. Hier haben wir die Nummer 2, das sollen anscheinend diese kleinen, ganz kleinen Inseln sein. Ob das Inseln sind oder ob das irgendwelche kleinen, keine Ahnung, wie man die nennen soll. Also das ist wirklich sehr interessant. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist einfach alles so verdammt nochmal sehr interessant.
Die Nummer 3 ist ganz klar die Insel ganz weit hinten. Und das soll die Insel sein, die in der letzten Woche rausgekommen ist. Und ich sag mal so, auf dem Foto sehen die Inseln nicht so weit entfernt aus, die wir jetzt hier gesehen haben. Aber die gesamte Map-Struktur ist mit viel Abstand gestaltet worden. Ich sag mal so, wenn Rocksteady Games die Map noch nicht angefangen hat und das nur so die Zeichnung war, wie eventuell die GTA 6 Map aussehen könnte, ist es erstmal egal, wie groß bzw. wie weit der Abstand zwischen den einzelnen Inseln und Miami ist. Es kann einfach nur so ein Konzept gewesen sein von Rocksteady Games, wo sie sich dran orientieren wollen und die Map genauso gestalten wollen. Und nochmal hier ganz klar, Leute, diese GTA 6 Map kann real sein, kann aber auch nicht real sein. Aber wenn es fake ist, dann hat man sich wirklich sehr viel Mühe gegeben, um diesen Fake hier zu gestalten. Es passt vieles und vieles spricht dafür, dass dieser Map-Leak real ist, aber es gibt auch viele Punkte, die dagegen sprechen. Was sagt ihr dazu, Leute? Hat uns Rockstar Games eventuell in GTA 5 mit diesen Fotos die nächste GTA 6 Map-Leak geteased? Oder sagt ihr so, das war nur Zufall, das hat damit nichts zu tun? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, lasst uns diskutieren. Ich weiß, momentan kommen nur noch Videos über diese GTA 6 Map-Leak, aber was soll ich machen? Es sind aktuell die neuesten Informationen zu GTA 6 und ich muss ja darüber reden und euch darüber berichten, was für Neuigkeiten immer wieder rauskommen. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, gebt mir ein Like, wenn euch das Video gefallen hat und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen, tschüss.